Hallo und herzlich willkommen zur Indie-Tüte. Das Format, in dem wir Indie-Spiele für 15 Minuten antesten und anschauen, kommt uns in die Tüte oder nicht? Heute mit Flame in the Flood. Wie auch immer das möglich ist, wissen wir nicht. Hier ist der Titelbildschirm. Mal gucken, ich kann mir darunter gerade noch überhaupt nichts vorstellen. Ich auch nicht. Wir brauchen noch ein Handy für Zeitangaben. Ich werde 15 Minuten einstellen. Okay. Also es gibt anscheinend Kampagnen und ein Endlosspiel. Da muss ich sofort an Anno denken, aber es sieht nicht aus wie Anno. Ja. Mal gucken. Und hier oben steht Do Not Idle. Okay. Wenn wir es richtig gelesen haben. Wir haben ein bisschen entziffert, aber ja. Möchtest du spielen oder nee? Ich haben wir gar nicht. Ich weiß nicht. Ich habe ein bisschen Angst vor diesem Spiel. Ich kann auch einfach mal beginnen. Wir sind in Pinewood unterwegs. Hier ist ein Skelett. Das ist schon mal nicht gut. Okay, dann Kampagne, oder? Ja, ich drücke da jetzt drauf und dann geht's los. Okay. Und 3, 2, 1, ab. Oh, wir sind Reisender. Okay, gut, dann neue Spieler. Ja, wir sind Reisender. Für neue Spieler. Ja. Wir sind neue Spieler, Leute. Bis in dem. So. Oh, Charakter. Charakter. Oh, man kann Hund. Aesop, Daisy. Aesop, Daisy. Verändert sie mich. Wir lassen mal Aesop, weil er uns vorgeschlagen wird. Okay, wir starten. Vielleicht sind wir ein Hund. Vielleicht sind wir der Hund. Ja, wir sind ein Hund. Fängt es jetzt schon an? Ja, ich glaube ja. Okay, ich starte. Oh, okay. Oh, ich dachte immer, wir sind da einfach ein Mensch, der wieder... Ein Lagerfeuer. Und es macht... Es schläft. Das ist schön. Oh, okay. Wir sind tatsächlich gut. Oh, nein, wir sind... SOS. Da oben steht SOS. Funksignal, neues Ziel. Okay. Also spielen wir doch ein. Okay. Wir sind sie, aber unser Mais. Oh, Moment. Aber unser Mais? Nee, wir haben einen mit. Hund. Wir können Mais mitnehmen. Neue Entdeckung. Aschekuchen-Skizze zum Journal hinzugefügt. Okay, wir müssen jetzt einmal erstmal verstehen, was wir hier machen. Es ist Nacht. Ja. Sind wir oben? Tag 0. Gereist sind wir noch gar nicht. Das uns ist schon warm noch. Wahrscheinlich ja. Und hier können tatsächlich, wir können wahrscheinlich echt irgendwie so erfrieren und sterben. Das Erzeugen okay, sie von muss Feuer trinken ist und essen verfügbar. Und schlafen. Oh, Entschuldigung. Okay. Derzeitige Zielvorgaben, Funksignal. Das alte, wir suchen? Oh, beenden. Das alte Funkgerät funktioniert noch. Du musst nur etwas näher zur Quelle sein. Vielleicht solltest du eine Anhöhe aufsuchen, um die Nachricht deutlich zu hören. Okay, also das heißt, wir müssen dann... Kein Leiden. Ah, das war das mit dem Aschekuchen. Was ist mit Aschekuchen? Getrockneter Mais, okay. Ich glaube, Leute, das wird so ein richtiges Überlebensspiel. Und wir haben leichte Stiefel und so. Okay, das kriegen wir hin. Also, und wir haben leichte Stiefel. Herr Scher, wir sind im SOS gelandet mit Campwood Pine. Okay. Hier, ich glaube nicht. Oh. Grundlage für Pfadfinder. Inventar des Spielers. Öffne Scouts Rucksack um... Achso, heißen wir einfach Scout quasi. Wir haben keinen Namen. Namenloser Scout oder was? Oh, scheiße, ich hab's weggedrückt. Nein. Ich weiß aber noch nicht mal, was dieses Symbol gerade sein sollte. Mit was? Ah, okay. Tatsächlich mit I. Genau, damit können wir halt den Rucksack öffnen und da gucken. Tut mir leid, Leute. Ich könnte es als Freeze Frame machen. Hier, Ausrüstungsbewertung. Uns ist warm genug, sollte es sein. Gehe ich mal von aus. Sieht sehr gut aus. Uns ist warm genug. Nehmen wir mit. Untersuchen. Ein guter Ort für einen Zauber, der Lagerkiefer im Wald. Okay. Es ist aber an der Zeit, weiterzuziehen, um zu sehen, woher dieser Hund hergekommen ist. Vielleicht ist dort draußen noch jemand. Ja, da ist eine Leiche. Also ein Skelett. Pinewood. Oh, da können wir was mitnehmen. Rohrkolben. Wird gegrabt. Oh, jetzt werden die Schuhe nass. Oh, steht es dann da, dass sie nass werden? Nö, das habe ich mir nur gedacht. Boat Dog. Suchen. Da ist eine... Nimm alle. Gefäß, Wasserfilter, Schiene. Nehmen wir alles. Ja, alles. Schiene. Okay. Schnellmenü. Das Schnellmenü bietet sofortigen Zugriff auf wichtige Gegenstände in deinem Inventar. Gegenstände und Aktionen sind im Schnellmenü nach ihrem Typ sortiert. Erste Hilfe, Verbrauchsgüter, Betriebsmittel. So, aber wie kann ich das Schnellmenü... Okay. Vielleicht bei... Kannst du da auf Essen? Nee.
Nö, das ist mehr. Ach so, da oben. 1, 2, 3. Achso, 1, 2, 3. Aha, Schiene. Mais. Ah. Okay, cool. Wir sind richtig schnell im Schnellmenü. Du hast Durst. Wasser ist der Schlüssel, um in der Wildnis. Schlüssel. Schlüssel. Ich dachte, Wasser ist halt in der Schüssel. Ja. Also, Wasser ist der Schlüssel, um in der Wildnis zu überleben wahrscheinlich. Nutze ein Gefäß, um Wasser aus dem Regen, Brunnen, Pfützen oder dem Fluss zu sammeln. Du kannst verunreinigtes Wasser trinken, aber hüte dich vor den Konsequenzen. Ah, verunreinigtes Wasser wird mit einem Wasserfilter gereinigt. Das haben wir beides doch gerade gefunden, ja. Oder? Ja. Gut. Oh, das ist ein kann man da hoch? Aha. Oh, oh. Ich habe diesen Ort schon vor langer Zeit leer geräumt. Es gibt nur noch Staub. Aber wir wollen Staub. Vielleicht können wir... Ich glaube, wir können nicht rein. Nee. Nee. Ich habe es nochmal versucht. Ja, dann gehört der Hund uns nicht. Der ist halt einfach gekommen und bleibt jetzt bei uns. Boah, Kolben. Eine Quest. Prüfe den Cash. Verstecke. In unserer Welt ist niemand ein Versager, der einem anderen seine Bürde erleichtert. In Speichern kannst du Notizen mit Aufgaben finden, die dir helfen zu überleben. Schließe die Aufgaben ab und erhalte nützliche Vorräte. Als Belohnung. Ja, sehr gut. Sammeln. Nichts zum Sammeln. Okay, schade. Schade, Marmelade. So, jetzt ist aber die Frage, sind wir gestrandet oder ist die Welt jetzt verlassen? Einfach so? Wir reisen jetzt wirklich. Aber wollten wir nicht den alten Mann finden? Ja, also, aber ich kann ja nur da hingehen. Vielleicht haben wir was übersehen. Oder, okay. Oh, das ist ja cool. Rafting. Okay. Lenken mit links und stark rudern mit Space-Taste. Okay. Ich verstehe nicht viel von Göttern, aber ich glaube, dass der Fluss ein starker, brauner Gott ist. Verbissen, ungezügelt und hartnäckig. Oh, das Reparaturmessgerät zeigt den Zustand deines Floß an. Der ist gut. Das ist gut drauf. Da unten. Finde einen Hafen, um dein Floß zu reparieren und zu verbessern. Also gegen nichts fahren, bitte. Nee, wir verstärken erstmal gar nichts hier. Aber wo wollen wir denn hin? Ah! Keine Ahnung. Da gucken, creepy. Ja. Oh. Das ist eine Welt voller Gefahren. Ich weiß nicht, ob man da durchkommt. Es wird Tag, das ist freundlich. Sieht schön aus. Ich habe noch nicht verstanden, wo ich es anlegen kann. Im Hafen. Oder kannst du irgendwo, könntest du auch hier zum Beispiel anlegen und wir... Das sieht doch nicht so aus. Kann ich da an diesen Häusern anlegen? Ah! Ah, Space-Taste. Okay, gut. Hilfe! Oh, großer Gott, ich habe keine Ahnung, was wir tun. Wir werden alle sterben. Aber da war doch noch kein Haar. Da ist was. Können wir das... Freude. Alter! Ich glaube, die wird festgepackt. War da weg. Oh mein Gott. Okay, ich dachte noch... Alles für die Beute. Da ist ein Auto. Ja. Aber wahrscheinlich... Können die auch fahren, oder? Wahrscheinlich nicht. Ich glaube, die treiben da rum. Ich bin echt verwirrt, wo wir jetzt... Ich will aber noch verstehen, wie du landen kannst, quasi. Ja. Das hat man uns doch nicht gesagt, oder? Hier ist wieder Beute. Nee. Achtung, 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 wir werden alle sterben. Ah! Oh. Da wird Dings runtergezählt. Okay, jetzt muss ich aufpassen. Ja, pass gut auf. Aber das Wasser klingt schön erfrischend. Wo wollen wir hin? Nach rechts zum Schlafdings, ja. Okay, Achtung, das Haus. Das Haus! Oh, oh nein. Aber wie kann ich denn da jetzt anlegen? Kannst du irgendwie... Oh Gott. Ah! Schiff, wir gehen gleich unter. Okay, komm, legen da an. Ich weiß noch nicht, wie man anlegt. Bitte, leg an. Ist halt echt leg so. Sie automatisch an. Oh. Oh mein Gott. Blas und lass es Heimstätte.
Bauernhof, ein Fundort für wild wachsende Nahrung. Okay, cool. Und wie kannst du jetzt dein Floß verbessern oder reparieren? Oder ist das kein... Ich habe Angst, dass wir da jetzt wieder einsteigen. Ja, ich steig da jetzt erstmal nicht ein. Okay, Leute, also man kann hier viel Wasser raften, wenn man es gut kann. Ist bestimmt auch lustig. Nee, kann man nix. Ich hoffe wirklich, dass die Stiefel gut dicht sind. Ja. Weil nasse Socken echt nicht das Coolste sind. Gereist 1,5 Minuten, Tag 1. Ich glaube, es ist einfach so ein komplettes Überlebensspiel. Ja. In das ich nicht gut gestartet bin. Hier, wir sammeln mal alles ein. Ja, das kann nur gut sein. Looten und leveln, das kann ich. Das sind Hasen, die können wir bestimmt... Oh, es hat sich verbuddelt. Ja, oh, eine Schlingenfalle, um Hasen zu fangen. Ja, aber da fangen wir doch nichts, oder? Wir haben Schienen und Mais. Sollte reichen. Ich fülle das Gefäß. Da müssen wir dann Sachen für finden, dass wir das machen können. Aha. Feuerstein. Nimm alle. Weiß auch. Ah, okay, da oben steht ja auch 9 von 20. Das bedeutet, wir können auch nur 9 Sachen dabei haben. Uiui. Aber ich muss ehrlich sagen, es gefällt mir sehr gut. Irgendwann müssen wir eh essen. Dann. Wir essen einfach Rohrkolben. Ja. Hoffentlich geht das. Wahrscheinlich geht das nicht. Ich sammle die ein, aber. Ich sehe hier hinten leider nichts. Aber es sieht sehr schick aus. Okay, das Gefäß oder trinken? Das ist Boden. Wir füllen lieber das Gefäß. Okay, jetzt haben wir sauberes Wasser. Und jetzt können wir hier in den... Die haben die Hasen? Also nee, außen waren viele Hasen. Ein Klumpen vielleicht? Klumpen? Altes Holz, wir nehmen's. Wir können bei denen ins Haus rein. Oh, wir nehmen hier das noch mit. Ja. Eine Skizze. Gehen wir da rein. Haus. Hallo? Draufklicken. Hallo? Offen? Ja, aber... Komm schon! Ich verstehe es gerade wirklich nicht. Jetzt ist Nacht, lasst uns rein! Hä? Offen? Das ist doch sogar so ein... Ja. Müssen wir draußen noch irgendwas machen? Müssen wir... Gucken wir noch nach hier? Noch irgendjemanden treffen? Aber da steht doch offen. Ja. Kann man eigentlich in den Bus irgendwie... Schlafen. Ja, dann schlafen wir erstmal. Ruh dich aus. Aber wir können doch, wir sind doch gar nicht so durstig. Ja, nee, dann uns geht's das. Voll gut. Und müde sind wir auch nicht. Nein! Aber wir haben einen Hund, das macht alles richtig gut. Das macht alles besser. Ich bin verwirrt. Jetzt versuche ich das nochmal mit dem Haus. Ich hoffe halt, dass es nicht so ist. So, ja, aber eigentlich hättet ihr zuerst bei der anderen Insel. Ja, danke. Das tut mir dann leid. Dann war ich einfach nicht gut. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ich glaube, dass man da schon ein bisschen Freiheit hat. Es ist für mich einfach jetzt hier unverständlich, dass hier steht offen und ich nicht mehr machen kann. Aber da leben wir jetzt einfach mit. Wir gehen weiter. Ich finde es immer so toll. Ich muss echt immer so gucken, ja, obwohl ich weiß... Das ändert nichts. Ich glaube, es ist aber auch nicht größer hier. Okay, sonst können wir auch mit dem Schiffchen versuchen, das zu reparieren und sonst weiterzufahren. Reparieren. Oder? Was ist hier unten? Kamen wir von da? Gibt es eigentlich eine Karte oder so? Ich glaube nicht. Ich gucke mal. Oh, Hilfe. Ah, jein, ja. Wir können unsere ganzen Inseln... Grundanleitung, aber reise auf dem Fluss, auf einem Floß und erkunde Orte. Sammle Vorräte, gegen Hunger, Durst, Kälte und Krankheit gewappnet zu sein. Ruhe dich so oft wie möglich aus, um Energie zu sammeln. Suche Unterschlupf vor dem Regen während eines Sturms. Entzünde Feuer, um dich in Kälte und Nässe warm zu halten. Es sind außerdem weitere Fertigungsoptionen an Feuern verfügbar. Nutze dein Inventar, um Gegenstände einzusetzen.
Ja, aber uns geht es ja eigentlich noch gut. Also ja. Ich weiß nicht, ob ich da zu gechillt jetzt gerade bin, aber ich hoffe, es ist jetzt repariert. Oh, jetzt, ja, ich wollte es gerade sagen. Ich habe ja jetzt natürlich... Doch, nee. Ja, nee. Nee, nein, nee. Es ist nicht repariert. Wir werden sterben. Aber es hieß doch, dass... Oder ist es nee, wir brauchen irgendwas, um es zu reparieren. Ach so. Nee. Ha, nee. Oh, das war schlecht. Egal, dann geben wir jetzt unser Bestes. Oh Gott. Was ist denn der Wald? Ist auch gut, dass wir mal nachts losfahren. Hier so mit so einem Geisterschiff Hilfe ist das gruselig. Was ist das denn? Ist das ein Baum? Das kann sein. Gott, sieht aber echt creepy aus. Ja, es ist ein Baum. Sieht aus wie so ein Drache. Ah, ist das creepy. Da ist ein nächstes Lager. Ich finde es echt gruselig. Ja, ich muss da dran nur vorbeisteuern jetzt. Du hast. Nicht so wie ich du trinkst gerade. Ich hätte einmal zur Seite spacen können, aber ich muss ehrlich sagen, da hatte ich Angst, dass ich... Ach Gott. Okay. Ja, gut. Gut. Wir haben Durst. Dann trinken wir mal was. Wenn das unser einziges Problem ist, trinken wir gern was. Nein. Flame in the flood. Okay. Also sind wir doch tot. Todesursache ertrinken. Ich dachte, Todesursache zu wenig getrunken. Oder weil es mehr Wasser ist und es salzig ist, deswegen haben wir Durst bekommen und deswegen sind wir gestorben. Nein, wir sind gestorben, weil wir ertrunken sind, ja. Okay. Ja, das waren jetzt 15 Minuten. Perfekt, als hätte ich so einen Plan. Also, ja. Ich glaube, das ist das erste Mal bei einer Indie-Tüte, dass wir wirklich gestorben sind in den ersten 15 Minuten. Ich glaube, wir sind richtig gut. Ja, das ist halt... Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich spiele sehr selten solche... Ich muss jetzt echt überlegen, ob ich so Survival... Ja, aber das ist mir auch gekommen so, dass an sich haben wir so da überhaupt gar keine Erfahrung. Echt auch keinen Plan. Wahrscheinlich habt ihr da drin jetzt voll viele Dinge erkannt von anderen Survival-Spielen. Ja, dann musst du doch dann das und das machen. Und dann musst du das und natürlich. Das machen. Und dann kannst du... Es hat einen sehr... Es sieht sehr süß aus. Ja, der Stil ist richtig schön. Aber ich weiß nicht so... Das ist nicht so das, was ich persönlich spielen würde, aber halt nur vom Genre her. Ja. Aber das ist ja... Ich drücke hier einmal auf Vorfahren. Vorfahren. Vorfahren, damit hier nicht die ganze Zeit steht, dass wir gestorben sind. Okay, man sieht hier noch einmal, was wir alles gemacht haben. Tage überlebt, einer neuer Überlebensrekord. Die sind so gut. Aber wir haben 2,2 Minuten wahrscheinlich. Neuer entfernt. Aber man sieht, ich bin richtig gut Floß gefahren. Man hätte es halt nur mittendrin, also wahrscheinlich, wenn man es jetzt öfter spielt, weiß man auch, wo man anlegt und wie man, also wie man das auch alles so macht. Ich finde es eine total coole Idee, dass man es verbindet zwischen Land und Wasser. Ja. Also, dass man auf dem Floß fahren kann und sich dann da durch die Welt schlingelt. Ja, ich glaube, das wäre so ein Spiel, da bräuchten wir ein bisschen mehr Zeit, um dann wirklich zu sehen, so, okay. Was spielt ihr denn eigentlich so für Überlebensspiele? Oder Survival. Ja. Also wie schon gesagt, wir sonst eigentlich nicht so viel. Vielleicht habt ihr da Vorschläge für uns. Also, was geben wir Flame in the Flood? Also, ich finde es persönlich richtig schön. Und ich gehe auch davon aus, dass da noch Story vielleicht kommt. Außerdem ist es wirklich süß und man hat schon irgendwo Lust, die ganzen Inseln zu erkunden und so. Es ist halt bloß wirklich nicht mein Genre. Ja. Und, aber deswegen kann ich nicht sagen, das Spiel ist schrecklich, weil es ist einfach nur nicht... Wir sind da in der Bewertung einfach schwieriger, aber wir würden jetzt so vom... 4 Tüten. Ja. Weil... Ja. Wir gehen auf 4 Tüten. Persönlich geht es uns aber leider nicht in die Tüte, weil wir einfach... Dafür müssten wir wahrscheinlich in das ganze Genre erstmal reinkommen. Und es ist einfach so, dass 15 Minuten dann für das Spiel dann doch noch nicht gereicht hat, um uns da wirklich so... Um zu sagen so, hey, ja, das versuchen wir jetzt öfter und öfter und immer wieder. Man müsste jetzt wahrscheinlich draufdrücken im Hauptmenü, so nochmal probieren und dann schauen und verstehen langsam, was dieses Survival von einem will. Ja, ich denke, das braucht halt einfach nur ein bisschen mehr Anlaufzeit. Ja. Also Survival ich denke trotzdem, dass es ein schönes Spiel ist, aber trotzdem mehr als 15 Minuten muss man das schon mal antesten. Deswegen, falls ihr gerne Survival spielt, schaut doch mal rein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei der nächsten Indie-Tüte. Tschüss! Tschüss!